Willkommen zurück zu einer neuen Folge und wir sind hier wieder einmal. Oh, was da? Okay, es muss laden. Okay, hat geladen anscheinend. Egal, aber die Außenwelt hat es noch nicht geladen. Psycho. Wow. Wir sind schneller als du. Bam. Wir müssen weg. Oder wir killen natürlich alle. Das ist je nachdem, was uns lieber ist. Eine Flammenwerfer wäre mal schön in dem Spiel. Aber wirklich. Catch a ride. Genau. Nee. Was haben wir denn gefunden? Irgendwo so einen komischen Klassenmod. Habe ich nicht gerade irgendwas gefunden? Oh, er brennt. Hoppala. Moment mal, ich muss doch irgendwas Interessantes gefunden haben. Nee, da mit Mehl. Ich hab da. Was habe ich denn bitte gefunden? Na gut. Ah, haben wir sie. Ah, deshalb. Na gut. Das Ding ist, naja, halt nur für Sniper Rifles gut. Und das brauchen wir nicht zwingend. Okay. Bam. Oh, 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 oh. 21, 22, 23, 24. Bam. Ja, fast One-Hit-Shot-Kill und so weiter, aber... Oh Gott. Dich machen mir fertig, Junge. Dich machen mir fertig. Natürlich hat er mal wieder wundervolle Waffen dabei. Wow. Okay, den kriegt man wenigstens noch. Es sei denn, der verkriecht sich dann rechts hier daneben. Ich bräuchte wieder mal irgendeine andere Art Defensive. Entweder mehr Leben oder was auch immer. Hab ich gerade irgendwas verpasst oder wieso greifen die Skeks die an? Okay. Das ist ja mal cool. Ich bin sowas wie der Tierflüsterer hier. Skeckflüsterer. Klein wenig zumindest. Way. Und wir haben wieder Leben aufgesammelt. Und ich habe eigentlich auch Lust, das irgendwie. Oh, 400 Feinde töten. 401. Hinter mir. Ah, da ist er. So, wo ist denn der? Okay, er ist weg. Da ist er. 21, 22, 23, 24. Och, hat man noch. Zum Glück noch gekriegt. Ja, es war nur ein Hologramm. Sag mal, wo... hallo? Okay, gut, der ist weg. Ignorieren wir ihn gepflegt. Also dann, wir holen uns ein Auto und begeben uns zum medizinischen, ja, Unterschlupf. Keine Ahnung. Also Dr. Mercys Unterschlupf. Meine Fresse, wo ist denn der Typ? Ach, da oben, deshalb habe ich ihn nicht gefunden. Ey, ich müsste schon irgendwie mal Schaden an dem machen. Oh. Yeah, sieht man einfach... Ach, und Geld... Da war er hier unten. Gut. Ja, wo muss ich denn da jetzt allgemein hin? Geradeaus. Schräg. Durchfahren. Wäre natürlich eine. Das ist also hier Unterschlupf. Sehr interessant. Oh, mein Gott. Ich nehme an, man fährt hier nicht weiter. Großartig, oder? Man muss doch hier ab hier laufen, hä? Ja, man muss ab hier laufen. Sieht mir zumindest so aus, als ob man laufen müsste. Nicht, dass ich das nicht wollte, aber... Oder... na gut, man, ihr wisst ja. Aha, sehr interessant. Dann gehen wir mal nach links weiter. Oh, hier ist ein Gegner. Sehr schön. 21, 22, 23, 24. Bam! Das ist wieder Facewalk allgemein von der Sirene. Extremst geil. Und nächster. Ich hätte eigentlich gerne mal hier den... Aus der 1 gab es ja einen mit so einer Krähe. Jacob oder keine Ahnung wie der hieß. Ich krieg dich, Mann. Okay, und... Ja, wieder einer weniger. Hilfe! Aber ich kann gleich wieder... Jetzt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Bam! One shot. Okay, jetzt haben wir wenigstens genug. Wir können den killen.
Der wieso brennt der nicht? So, komm los, ich brauche die ganzen Waffen hier. Munition. Das brauche ich. Ja, das ist eigentlich auch eine ziemlich schnelle Art und Weise, die... Der ist gepanzert, der kriegt deshalb nicht so viel Schaden, okay. Schnelle Art und Weise, die Schilde runter zu bekommen. Also einfach draufhauen. Ich glaube, das hilft ganz gut gegen Schilde. Das ist irgendwie so eine Art Energieangriff, keine Ahnung. Eigentlich nicht, aber... Hopp. So. Gibt's ja eigentlich irgendwo Orte, die man normal nicht erreichen könnte? Naja, gut. Was ist das denn? Einfach nur... Hier hätte ruhig was drinne sein können. Irgendwas Kleines. Gut, finde die geheimnisvolle Waffe. Okay. Ja, denke ich auch. Und was ist das bloß für eine? Ja, bitteschön, immer wieder gern. Oh, oh nein. Nein, nein, nein. Jetzt, oh fuck. Ausgerechnet dann, wenn ich hier... Ach komm, der stirbt doch jetzt. Im Moment, mal nehmen eine andere Waffe. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Danke, ey. Schöner Sniper, wirklich. Nein! Ausgerechnet in dem Moment, in dem man die wirklich bräuchte, die Waffe, ne? Dann muss man nachladen und der Gegner geht zurück. Oh, ey. Das Spiel zeigt mir echt den Finger. Jetzt muss ich wieder so ewig laufen. Oh, nein. Na gut. Ich darf nicht so oft sterben in nächster Zeit, ja. Das ist nicht mehr so gesund. Ja, sterben ist nicht gesund. nee, das geht weg. Scheiße. Das wollte ich ja nicht kaufen. So ein Müll. Welche von den ganzen Teilen wollte ich denn mal loswerden? Das Ding kann zum Beispiel weg. Der Klassenmod kann auch weg. Die Schrotflinte, nee, das ist nicht die Schrotflinte, das ist eine 0815 Schrotflinte. Die wollte ich allgemein mal benutzen hier, wieso benutze ich die nicht? Feuer entzündet, das kann weg. Das kann auch weg, das Ding behalten wir. Die hat Explosivmunition und die kann weg. So, jetzt werden wir erstmal kurz schauen, wie denn hier meine Munition... Gut. Das vergleichen wir mal mit dem. Das macht weniger Schaden. Okay, da kann das weg. Und hier macht das Feuer. Und hier macht das Feuer. Und ja, mehr werden wir jetzt das hier so behalten. Das macht Feuerschaden. Da werden wir eventuell den Sniper mit... Was werden wir das mal austauschen? Ja, mit der können wir sie austauschen. Super. Da dürfte es wunderbar funktionieren eigentlich. Da werden wir jetzt alles bis auf diesen Sniper jetzt verkaufen. Da kann das weg und das weg. So. Ja, bis bald. Dann dir auch und so weiter. Oh, scheiße, Mann. Oh, nee, da war noch... Achso, nee, das brauchen wir nicht. Oh, Catch Ride ist hier unten. Es war bloß meistens immer von Gewohnheit bin ich immer da vorne geparkt. Aha. Wee. Wir fahren die Teile jetzt einfach mal schön um. Gucken eventuell ab und zu mal auf die Karte. Okay, da können wir dann von schräg oben hier rein. So. Wir rennen einfach so lange durch die Gegend, bis wir, naja, einfach so klarkommen. Es scheint mir eine sehr nette Waffe zu sein. Was ist das? Sehr interessant. Oh, das ist also Doc... Was macht denn Doc Mercy hier unten? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Wow, Alter, die Waffe macht übelst so viel Schaden an dem. Und ich hoffe einfach nur, der trifft mich mit seinem Müll nicht. So, okay. Dein schicker Doktortitel nützt dir jetzt auch nichts mehr, oder Mercy? Aha. Gut gemacht. Ich will verdammt sein, das ist E-Tech. Was ist E-Tech? E-Tech Gun. Er ist gefunden, okay. Leute mit E-Tech Schusswunden behandeln soll.
brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? Oh, okay, dann machen wir das mal. Super, da kommt ihr natürlich gleich rein. Was um alles in der Welt ist das? Verbraucht 2 Munition pro Schuss. Aha. Sehr interessantes Ding. Gut, dann werden wir das mal gleich austesten. Zeit für dich. Kadabum. Ah, okay. Cool. Das ist irgendwie extremst hammergeil, diese Waffe. Jetzt, oh, komm jetzt bitte. Schieß dich doch tot. So, wieder ein weniger. Ja. Wie viele von denen kommt denn hier noch? Ich glaube, das sind so viele, wie mit der Iridium-Waffe allgemein gekillt werden können. Alter, die gefällt mir. Ich will die behalten, wirklich. Die ist geil. Die ist so geil. Aber man muss viel zu oft nachladen. Und ich habe halt keine Munition mehr. Scheiße. Ich darf nicht so oft verfehlen. Okay, ich muss die ja bloß mit der Iridium-Waffe töten. Ich muss sie ja nicht schwächen oder so. Na gut. Wir haben hier fast genug Munition eigentlich noch rumliegen. Ich habe das nicht. Okay. Was? Heiraten? Nö, dich nie im Leben, ja. Du siehst mir ziemlich... Nee, nicht mein Typ. Eindeutig nicht. Ah, jetzt war ich schon wieder angegriffen. Dem. So. Wer will noch was haben? Gut. Kille Banditen. Jetzt muss ich erstmal wieder Banditen finden. Dankeschön. Aber die Waffe ist geil. Die, naja, verbraucht halt nur Arsch viel Munition. Ich glaube, ich brauche in nächster Zeit mal irgendwie so eine Art Verbesserung für die Munition dieser Waffe. Was ist denn hier vorne? Oh, okay. Nichts Brauchbares. Ja, stimmt. Ich könnte ja wieder in diese komische Stadt gehen. Da waren ja hoffentlich genug Banditen. Die Stadt hier unten. Genau. Wo ich mal ein bisschen einen auf Postmann spielen wollte. Musste. Wollten, ne? Willen tut man das nicht. Oder wollen tut man das nicht. Aha, so gut. Das Ding uns erstmal wieder. Nee, ich mach mir erstmal hier schön mit Nahkampf kalt. So. Schöne große ausgewachsene Skeks hier. Sonst noch. Wieso kommt immer so eine übelste Horde von Viechern auf mich zu? Das ist doch schon nicht mehr normal. Ich hab dich doch getroffen, mein Gott. Verreck doch. Danke. Du musst sie nur nett drum bitten, dann ist alles okay. Aber ich mach deswegen doch relativ viel Schaden mittlerweile. Und der letzte. Ah, au. Oh. Meine Güte, ey, das hat aber... Das ist eigentlich eine Machine Gun oder eine Submachine Gun? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nur um zu wissen, was ich denn für Munition da reinhauen müsste. MG oder SMG. Wahrscheinlich eher... Ach, keine Ahnung. SMG wahrscheinlich. So. Nee, komm. Munition. Oh, Gegner. Super. Jetzt werden wir erstmal fein die Banditen hier töten. Oh Mann, ich treffe mit der Waffe einfach nicht. So. 2 weniger. Fehlt nur noch der Rest. Ich brauche wirklich mindestens 1000 Munition für das Zeug. Alter Schwede, braucht das viel. Ist auch noch was. Der Nomade kriegt ganz schön was ab. Ich habe Nachforschungen angestellt und es sieht aus, als ob es da draußen aha eine Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Cool. Blaster-Rifles, Plasma-Kanonen, Railguns. Klingt wunderbar gefährlich. Na? Oh, ne. So, komm. Wundervoll. 12 von 25. Ah, ich darf echt nicht verfehlen mit dieser Waffe.
Beziehungsweise sollte ich allgemein mal bloß den letzten wirklich tödlichen Schutz da drauf machen. Ach, Kacke, Mann. Ausgerechnet jetzt. Oh, Mann. Gegner spawnen, aber Items kommen nicht mit. Das ist so gemein. Oh, zum Glück findet man immer das, was man am dringendsten braucht. Boah, ist das... wie Weihnachten. So, und du wirst aus mir wieder 0 gemacht. 24, fehlen nur noch 11. Was ist das? Nehme. Na, okay. Keine weiteren interessanten Dinge dabei. Gibt's noch irgendwo Gegner? Oh, hier vorne. Und dann, ja. So, dann werden wir den mal kurz hier eventuell erstmal mit Nahkampfschaden behaken. Boah, geil. Ja, Leben brauchen wir natürlich auch fein. Bisschen Geld ist auch nicht so verkehrt. Und mittlerweile bin ich ein bisschen abgebrannt. Das ganze Sterben ist nicht gut für ein Geldbeutel. Yep. 21, 22, zack. Okay. Nur mit dem letzten Schuss töten. Das ist allgemein... muss ich... nein! Das wollte ich jetzt nicht. Scheiße. Okay, also ich denke mal, ich werde die Gegner hier nicht alle töten können. So, komm. Okay, 6, 16 von irgendwas. Oh, bitte. Nein, was ist das für eine Waffe hier? Was? Boah, komm. Okay, ich mache zu wenig Schaden an dem auf Dauer. Und ich habe keine Munition mehr. Nee, ich hab ihn doch! Oh, Mann. Na gut, wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Und wieder habe ich Kohle verloren. Oh, hallo, da sind Sie ja wieder. Ja, ne, es wird ein bisschen zur Gewohnheit hier. Aber ich habe wenigstens ein bisschen Munition gefunden. Ja. Ich muss nur noch diesen Badass-Nomaden irgendwie killen, ohne dass mir irgendjemand einen Strich durch die Rechnung macht. Ich mag keine Striche in Rechnungen. So, ist hier denn irgendwas? Ach nee, das ist alles Munition, die ich hierfür nicht brauchen kann. Nee, das ist bloß ein Ausleger gewesen. Was zum Verkaufen? Ja, das ist gut. Oh. Was sind... wieso kann ich die hier nicht einfach... das ist Schrotflintenmunition, na klar. Dämliche Schrotflinten, die braucht doch kein Mensch. Also zumindest die eine, die ich jetzt im Inventar irgendwo rumgammeln habe, die braucht keiner. Den Rest eventuell schon. So, wo ist jetzt dieser Badass-Typ hin? War doch irgendwo hier hinten, hä? Ja, genau hier war der doch. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, oh. Ja, wieder einer weniger. Oh Gott, nein. So, brenn erstmal. Na, 18. Oh, danke. So, dass ich eine meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. Sehr interessant.